Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Für unsere Elf sowie für alle Anhänger der SVE war das wieder ein bitterer Nachmittag. Zu Gast in der OSAFAM Arena an der Kaiserlinde war der SSV Ulm. Ulm siegte dann letztendlich mit 1:0. Die Stimmen zum Spiel hat Till Hust für euch eingefangen. Ja, Alban, den Kampf oder den Willen kann man euch heute eigentlich nicht absprechen. Dennoch am Ende eine 0:1 Niederlage gegen den SSV Ulm. Wie bitter fühlt sich das gerade an? Ja, das ist natürlich richtig bitter, ne? Ich glaube, nach lang haben wir wieder ein starkes Spiel gemacht heute, hatten gute Chancen nach vorne, haben hinten eigentlich nur am Anfang ein bisschen geschwommen, aber sonst haben wir nichts zugelassen. Dann kommen die mit einem Torschuss und machen das 1:0 und wir versuchen weiterzumachen, aber der Ball will einfach nicht rein und bleibt nur nichts anderes übrig, als die nächste Woche weiterzumachen und da versuchen, den nächsten Sieg zu holen. Kannst du als erfahrener Spieler schildern, woran es im Moment einfach liegt? Ja, ist immer so schwer, ne? Wenn man da unten drin steht, dann ist es immer schwer zu sagen, der Selbstvertrauen ist nicht da, wir spielen nicht mutig, wie wir normalerweise spielen sollten. Aber wir müssen einfach versuchen weiterzumachen, bleibt nichts anderes übrig, wir müssen versuchen irgendwie die 3 Punkte nächste Woche zu holen. Die Fans haben euch nach dem Spiel zugesprochen, wie war die Begegnung eben mit den Fans? Ja, ich glaube auch, die sehen auch, wir bemühen uns, wir kämpfen, wir versuchen, mehr als das können wir nicht machen, wenn der Ball nicht reingeht. Liegt nicht in unserer Hand oder wir haben unsere Chancen, aber wir haben einfach nicht das Quäntchen Glück, was wir gerade brauchen und müssen weitermachen. Wie gehst du persönlich mit solchen Momenten um? Ja, wir müssen alle gleich umgehen, ne? Bleibt nichts übrig. Wir müssen nächste Woche weiter trainieren, hart trainieren, versuchen noch mehr Fehler abzustellen und dann einfach versuchen, irgendwie den Ball über die Linie zu bringen. Vielen Dank. Ja, Mike, auch uns fällt es heute schwer, Worte zu finden. Die Mannschaft hat in unseren Augen alles gegeben heute, bis zum Schluss gekämpft, den Pfosten getroffen, gute Schüsse abgegeben, sich Chancen rausgespielt, am Ende aber wieder kein Ertrag, 0:1 verloren. Du hast gerade gesagt, auch für dich ein sehr bitterer Moment, oder? Ja, auf jeden Fall. Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Wir haben ja wirklich ein gutes Spiel abgeliefert, hatten, ich weiß nicht, 3-4 Mal den Pfosten getroffen, hatten diverse Tormöglichkeiten. Ja, und dann verlieren wir ja trotzdem. Tut einfach weh, man weiß nicht, was man sagen soll. Wir reißen uns hier den Arsch auf und ja, und holen keinen Ertrag aus der ganzen Sache raus. Das Gegentor ist relativ gegen Ende gefallen. Wie schwer war es da als Mannschaft nochmal alles nach vorne zu werfen nach dem Tor? Ja, natürlich fällt einem das schwer. Man kriegt ein Gegentor, gehen die Köpfe erstmal runter, sollten nicht runtergehen, aber in so einer Phase, in der wir gerade sind, tut es natürlich sehr weh. Wir haben trotzdem versucht, noch weiter Gas zu geben, aber ja, kam leider nichts mehr rum. Du hast gesagt, du hast so eine Situation auch noch nie erlebt in deiner Karriere. Kennst du denn für dich oder für die Mannschaft jetzt so ein Geheimrezept, wie ihr da mit umgehen müsst? Wir müssen einfach weiter Gas geben. Wir dürfen uns nicht gegenseitig runterziehen. Also wir müssen als Team weiterarbeiten und dann müssen wir einfach, müssen einfach Gas geben und den Bock umstoßen. Vielen Dank. Ja, Herr Seitz, Heimspiel, 7. Spieltag gegen den SSV Ulm, am Ende 0:1. Warum steht denn der Fußballgott derzeit einfach nicht auf SVE-Seite? Weil wir kein Tor schießen. Ja? So einfach ist das. Ich glaube, dass man irgendwann nicht mehr über Glück und Pech sprechen kann. Wir haben wieder 3 Riesenbretter gehabt, haben sie nicht gemacht. Das ist dann irgendwann auch mal Qualität, ja, muss man sagen, die wir in der vordersten Front leider nicht nützen. Und dass wir wieder 2-mal Aluminium haben, das kommt noch mit dazu. Das ist ja auch schon Standard mittlerweile. Und ja, was soll man dazu sagen? Die Enttäuschung ist da. Klar, wir waren, glaube ich, über weite Strecken die bessere Mannschaft, hatten auch viel mehr Chancen. Die zweite Halbzeit hat Ulm kaum noch stattgefunden. Und deswegen ist es bitter, dass wir es verloren haben. Es muss ja irgendwas passieren. Was können Sie als Trainer jetzt tun, um da irgendwie, ja, dass die Tore wieder reingehen, dass da vorne was passiert? Ja, wir sind ja im Laufe der Woche immer wieder dran. Ja. Wir machen gewisse Übungen, wo es nur um den reinen Abschluss geht, nicht mehr um die Bewegung, um einfach im Training das Netz wackeln zu lassen. Das passiert dann auch, aber wie es halt oft immer so ist, ist ein Spiel halt eine andere Welt und deswegen gelingt es uns leider nicht. Jetzt hat man sich leider da hinten im Tabellenkeller ziemlich festgekrallt. Wie bewerten Sie aktuell die Situation? 7. Spieltag, 5 Punkte, man hängt ziemlich unten drin. Ja, es ist nicht einfach. Ne? Wir müssen erst mal gucken, dass wir klar von unserem Saisonziel abrücken müssen. Da glaube ich, da muss man ehrlich und fair sein. Wenn du nach 7 Spielen 5 Punkte hast, kannst du nicht von vorne mitspielen reden. Da musst du erst mal schauen, dass du unten rauskommst. Und das muss auch in Kleinschritten sein. Wir müssen halt gucken, dass wir in den nächsten Spielen einfach mal einen Dreier einfahren, um die Befreiung zu kriegen. Ich glaube, das hat man der Mannschaft auch wieder angemerkt. Sie gibt Gas, sie macht auch viel richtig, aber schießt halt das Tor nicht rein. Und wenn dann der Bock mal umgestoßen ist, muss man weitermachen, um einfach erst mal unten rauszukommen. Was ich mir sehr schwer vorstelle, die Mannschaft gibt 90 Minuten alles. Sie haben es gesagt, es gab viele Torchancen, 2-3 gute Abschlüsse, Pfosten, kurz vorm Torwart noch daneben geschossen. Dann am Ende dieses bittere Gegentor. Was macht das mit einer Mannschaft, die sich das ganze Spiel über so aufreißt und am Ende dann wieder so einen Niederschlag bekommt?
Ja, das macht dich einfach fix und fertig, ne? Wenn die Jungs dann nach in die Kabine und wissen genau, es kann doch nicht sein. Klar wird dann der eine sagen, wieso schießen die Dinger davor nicht rein? Die anderen sagen, komm, spielt dann wenigstens zu null. Das ist ja immer wieder das Gleiche im Fußball. Da kann man auch nicht drüber reden. Jeder, der im Fußball schon mal dabei war, weiß, die Phasen gibt es, die sind bitter, die tun auch weh. Bei uns tut es richtig weh, weil die Phase leider zu lange anhält. Aber ja, wir müssen einfach miteinander uns nicht zerfleischen und dann das nächste Spiel wieder gut vorbereiten und wieder Gas geben. Vielen Dank.